Die Atmosphäre in unserer Schule ist ein Miteinander, um gemeinsam voranzukommen, um gemeinsam zu lernen und um gemeinsam fürs Leben vorbereitet zu sein, aber eben auch an dieser Schule eine gute Gemeinschaft zu haben. Ein Miteinander, ein fröhliches Miteinander, ein gutes Miteinander, ein respektvolles Miteinander. Und das ist eine Atmosphäre, die lebt hier jeder jeden Tag und die genieße ich auch total. Bei uns in der Werkrealschule kommen ganz viele Schüler sehr entmutigt an. Deshalb ist für uns in der Werkrealschule das erste Ziel, dass einfach auch die Schüler erstmal ankommen, dass sie zur Ruhe kommen, dass sie einfach auch merken, sie als Menschen sind, egal welche Leistung in Mathe, Deutsch oder Englisch sind, unheimlich wertvoll, dass jeder Mensch einzigartig ist. Meine Leidenschaft hier sind die Schüler. Ich unterrichte unglaublich gerne und freue mich, jeden Tag hier reinzukommen. Weil ich es liebe, einfach mit den Schülern zu arbeiten, jeden Einzelnen wahrzunehmen, ihm zu sagen, du bist wertvoll, du bist geliebt, du kannst was schaffen und du bist genau richtig hier bei uns. Und ihnen zu zeigen, hey, du bist fähig, du kannst etwas und du findest es hier bei uns raus, was deine Fähigkeit ist, das begeistert mich und das mache ich unglaublich gerne. Aber eben auch an Schwächen zu arbeiten und zu sagen, hey, das holen wir auf, das kriegst du hin. Und wenn Schüler das spüren, dass sie ganz unabhängig von ihrer Leistung gewollt sind, dann haben sie den Nährboden, dass sie auch plötzlich wieder Leistung bringen können. Und für mich ist es ein Privileg, dann auch zu erfahren, wie Schüler von Klasse 5 bis Klasse 10 aufblühen und ihr Potenzial entfalten und als junge Erwachsene dann die Schule verlassen und dann Verantwortung übernehmen in der Gesellschaft, in ihrem Betrieb. Für uns ist so Bildung nicht nur Kompetenzen, die ich kann, die ich einfach abarbeite und erledige, sondern Bildung ist einfach wesentlich mehr. Da gehört auch die Frage dazu, wer bin ich, was kann ich, wo will ich auch hin, wo ist meine Position so in dieser Gesellschaft, dass die hier dann mal rausgehen und wirklich einen breiten Horizont haben. Ja, wir wollen den Schülern den Einstieg ins Berufsleben dadurch erleichtern, dass die schon früh ins Praktikum einsteigen. Wir haben ein erstes Praktikum in Klasse 7 und in Klasse 8 einen Lernpraxistag. An diesem Lernpraxistag sind die Schüler über ein Vierteljahr hinweg für einen Tag in der Woche im Betrieb und bekommen einfach so ein ganz anderes Gefühl dafür, was wird von mir später erwartet im Berufsleben. Und für viele ist das dann auch die Brücke zu einer Ausbildung. Wir haben an der Schule hausintern eine Berufs- und Studienmesse, wo viel Engagement und viel Zeit und viel Liebe reinfließt, um eben halt auch das zu gewährleisten, eben halt um so einen Link herzustellen zwischen Schule und was danach kommt. Dass es einfach bei den Schülern nicht so ein harter Bruch ist und jetzt kommt dann die Wirklichkeit. Wir versuchen das so fließende Übergänge zu machen, dass sie eben halt auch darauf vorbereitet sind. Wir an der Werkrealschule merken, Pädagogik ist Beziehungsarbeit. Das heißt, dass wir unheimlich viel in die Lehrer-Schüler-Beziehung rein investieren. Das fängt an mit unseren Klassenlehrerstunden, mit den Andachten morgens. Wir haben sehr viele Schulanteile, wir machen viele Aktionen, wo wir rausgehen, erlebnispädagogische Elemente. Wenn es einen Ort gibt, wo Freude am Lernen geweckt werden kann, behaupte ich mal, es ist die FES Stuttgart. Wir haben zwei Kinder hier und unser erstes Kind hat die Werkrealschule besucht und hat einfach ein bisschen mehr Zeit gebraucht und hat aber eine Freude entwickelt aufgrund von einer guten Betreuung durch Lehrer und durch das, dass auch individuell das Kind gesehen wird und auch gefördert wird, hat einfach sich eine Freude in ihm am Lernen entwickelt, die dazu beigetragen hat, dass auch seine Leistungen sehr, sehr gut geworden sind und er sich sehr, sehr wohl fühlt an dieser Schule. An der Werkrealschule haben wir unheimlich viele Unterstützungsmodule. Wir haben FSJler, die wir einsetzen. Wir haben die Möglichkeit zu einer individuellen Förderung in unserer Bibliothek. Es gibt Teilungsstunden, da sind manchmal zwei Kollegen drin, aber es kann sogar passieren, dass in einer Teilungsstunde sogar vier Kollegen drin sind. Und in diesem Setting ist natürlich ganz anders möglich, auf den einzelnen Schüler einzugehen.